Ich habe leider meine Lesebrille zu Hause vergessen. Es wird jetzt hoffentlich nicht riskant. Axiotimi, proskeklimeni, agapeti, senalfi, kiriskekiri, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Autoritäten. Der folgende Vortrag hat etwas Schlingendes, man könnte fast sagen Schlangenhaftes. Ich hoffe aber aus gutem Grund und dass ich Ihre Aufmerksamkeit nicht in der einen oder anderen Kurve verlieren werde. Im Herbst 1908 befand sich der deutsche Dichter Oskar Loerke auf Samland. Die Halbinsel an der Ostseeküste gehörte damals zu Ostpreußen. Heute ist sie ein Teil von Kaliningrad Oblast, einer russischen Exklave zwischen Polen und Litauen, die in erster Linie für ihre Militärbasis bekannt sein dürfte, von der die U-Boote kommen sollen, die angeblich schwedische Hoheitswasser besuchen. Vielleicht auch für ihre industriell betriebene Fischerei und die üppigen Bernsteinvorkommen. Eines Tages wanderte Loerke am Meer entlang. Links oder rechts? Nein. In einer Vertiefung des Strandes hat sich eine Wasserlache gebildet. Eine wundervolle Qualle mit violetten Kränzchen im zartweißen Leibe rudert graziös darin umher. Sie wird vertrocknen müssen, wenn das Beiwässerchen versickert ist. Da weiß ich plötzlich, dass ich genau zu dieser Stunde hierher kommen musste, um die Qualle ins Meer zu werfen, weil ihr Schicksal noch nicht zu Ende ist. Weiß, dass meine Reise, meine ganzen Meerestage mit jedem Anblick und Inhalt, mit jedem geringsten Kreuz- und Querwandern sein mussten, damit ich jetzt eingreife, weiß, dass mein bisheriges Leben ohne Rest für diesen Augenblick notwendig war. Ich weiß, dass vor 100.000 Jahren Bernsteinfichten wachsen und mit ihrem Wurzelboden versinken mussten, für mich und diese Qualle und diesen Augenblick. Es ist mir selbstverständlich und wichtig. Ich fühle Religion. Alles ist gleichwertig und überall ist der Mittelpunkt der Welt. Selbst wenn man das Wort Religion aus der Schilderung striche, würde sie die meisten Kennzeichen einer Offenbarung aufweisen. Die Reise von Berlin, die einsamen Tage an der Küste, die Anblicke und die Streifzüge durch Land und Wald, alles, was der Entdeckung der Wasserlache vorausgeht, erscheint als ohne Rest notwendig, ist für sich genommen aber nicht ausreichend. Erst bei dem unerwarteten Anblick eines fast durchsichtigen, fast formlosen Tieres offenbart sich ein tieferer Sinn, der jedoch in der Zukunft liegt. Als Loerke dieses minimale Wesen, Sie wissen, es besteht nur aus 2% Kollagen und ansonsten seiner Umgebung, will sagen Wasser, dem Meer zurückgibt, kann sich das Schicksal erfüllen. Die Szene ist ebenso sehr eine Besinnung wie ein Versprechen. Sie verlangt ein Eingreifen, wenn das Leben vor und nach der Qualle nicht gleich bleiben soll. Diese entscheidende Handlung stützt sich auf ein Gefühl von Immanenz, eine Ahnung von einem dem Dasein innewohnenden Reichtum, welches das Bedürfnis nach Transzendenz ersetzt. Das Erlebnis ist mit anderen Worten eher physisch als metaphysisch, weshalb das Wort Religion, glaube ich, wohl in seiner ursprünglichen Bedeutung verstanden werden muss, sprich als Bindung. Die Begegnung mit einem Tier der Klasse Scyphozoa lässt Loerke einen Freund, eine Verwandtschaft mit dem unbedeutendsten Teil des Daseins verspüren. Fortan hängt alles in einer Weise zusammen, die diese Welt nicht hierarchisiert. Dank der Qualle ist der Mittelpunkt jetzt überall. Sie fragen sich, warum ich mich mit einer Qualle beschäftige. Jeder, der einmal versucht hat, eine aus dem Wasser zu heben, weiß, wie schwierig das ist. Die pulsierende Form, die langen, schönen Fäden, die stechende Gefahr, die in einigen Zentimetern Tiefe erahnt werden, das Tier schrumpft auf dem Strand zu etwas glitzerndem Kollagen. Weniger geht kaum. Übersetzt in ein anderes Medium, dem ich mich fortan widmen werde, nämlich der Literatur, Form und Inhalt haben Teil aneinander bei der Qualle. Außerdem gefällt es mir, dass Meeresbiologen frei schwimmende Quallen Medusen nennen. Eine Bezeichnung, die in mehreren Sprachen die gängige für eine Qualle ist,
darunter im Griechischen und Französischen. Die Medusen werden von Polypen unterschieden, dem gleichen Tier in einem festsitzenden Stadium. Seit 1887, als der deutsche Zoologe Alexander Goethe den knochenlosen Tieren den Ordnungsnamen Scyphozoa gab, wird diese Klasse zum Stamm der Nesseltiere, Cnidaria, gerechnet. Die Arten sind mannigfaltig und unterschiedlich benannt, je nachdem, ob die Qualle scheiben-, lungen- oder ringförmig ist und in welchem Meer sie vorkommt. Manche haben Tentakel, die bei Berührung nässen, andere nicht. Aber alle schwimmen pumpenartig in rhythmischen Kontraktionen, die eine vorwärtstreibende Strahl erzeugen. Anders als der Tintenfisch kommen Quallen in antiken Texten nicht vor. Nicht einmal in der Abhandlung von Aristoteles über die Tiere, ihre Entstehungsgeschichte und ihre Körperteile. Und wenn man von Lörke einmal absieht, scheinen sie auch in der modernen Literatur nicht viele Fürsprecher zu haben. Eigentlich sind Marcel Proust und Thomas Tranströmer, der schwedische Dichter, die einzigen, soweit ich die Lage zu überblicken vermag. Grund genug, meine ich, sich als Autor um diese Qualle Sorgen zu machen. Zwar bin ich persönlich nicht davon überzeugt, dass die Gorgo der Mythen sich auf ein bestimmtes Tier zurückführen lässt, aber Ähnlichkeiten zwischen ihr und einer Qualle gibt es schon. Mit Hinweis auf die Sorte der Literatur, die mich als Autor interessiert, möchte ich einige von ihnen nachgehen. In der reichen Überlieferung um den Mythos der Medusa wird nie erklärt, warum sie im Unterschied zu ihren beiden Schwestern sterblich ist. Die ersten Spuren finden sich im Hexameter-Epos Der Schild des Herakles, manchmal auch nur Aspis oder Scutum genannt, das auf das 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zurückgehen soll. Das Werk ist eine Nachbildung der homerischen Beschreibung von Achilles Schild, vermutlich verfasst von Hesiod. Wenigstens dürften die fragmentarischen Angaben über die Gorgo von ihm stammen. Um 500 vor Christus soll Pherikides, der wohl erste Prosaist der griechischen Literatur, über den Mythos geschrieben haben. Sein Werk ist jedoch größtenteils verschollen. 150 Jahre vor unserer Zeitrechnung hat Apollodoros diese und andere Angaben schließlich kompiliert und das Märchen geformt, wie wir es heute kennen. Vermutlich sind die vielen Quellen, die Apollodoros benutzte, der Grund dafür, dass der Mythos mehr als die meisten anderen Widersprüche und Redundanzen aufweist. Apollodoros beliebt, eher ein Detail mehr zu berichten, als zugunsten narrativer Stimmigkeit wegzulassen, als ob die Darstellung selbst Züge von Medusas Schlangennest aus Haaren annehmen müsste. Das Aussehen der Gorgonen beispielsweise wird fast verschwenderisch geschildert. Sie haben eine fischschuppenartige Haut, ochsengleiche Backenbärte und zerfledderte Flügel auf dem Rücken. Es wird ihnen nachgesagt, sie hätten lange Zungen, starr stierende Augen und trügen außerdem fauchende Schlangen wie Gürtel um ihre Taillen gewickelt. Keine Zweifel, solche widerwärtige Wesen folgen nicht der natürlichen Gesetze der Biologie. Sie sind zusammengesetzt aus fremden Elementen und somit Ungeheuer. Kunsthistoriker bezeichnen deshalb Abbildungen aus der ersten Periode etwa 7 bis 400 vor Christus als archaische Gorgonen. Zu dieser Zeit wurden Götter und Helden gewöhnlich im Profil dargestellt, doch von Medusa sah man nur das hässliche Gesicht, das darüber hinaus frontal gemalt wurde, wie eine böse Sonne. In der nächsten Periode, und ich hatte eigentlich vor, viele Medusenbilder zu zeigen, das hat dann aus digitalen Gründen nicht geklappt, und vielleicht sollten wir sogar froh sein, wenn man bedenkt, was die Medusa alles machen kann, wenn man sie ansieht. In der nächsten Periode, die sich bis ins 2. Jahrhundert von Christus erstreckte, wurde ihr Haupt auf normale menschliche Größe reduziert. Jetzt erhält die Medusa auch einen Hals und auf mehreren Bildern sogar Körper und Kleider. Die Historiker bezeichnen diese Abbildungen als Übergangsgorgonen, da sie sich zwischen eindeutig widerwärtig und ausgesprochen hübsch befinden. Zum ersten Mal sind auch Schlangen in den Haaren zu sehen. Erst aber in der nächsten Phase erhält das Monster einnehmende Züge. Bilder von dieser dritten Periode werden deshalb als schöne Gorgonen bezeichnet. Jetzt wird Medusa gängigen Bildkonventionen angepasst. Fortan ist sie nicht länger ein fremdes Wesen, sondern folgt Abbildungstraditionen und wird entweder im Profil gezeigt oder mit Dreivierteldrehung des Körpers, wie auf einem Keramikgefäß aus Theben.
Medusa hat kein Bart oder Fangzähne mehr, heißt es in einer zeitgenössischen Behandlung des Motivs. Selbst das steinerne Grinsen ist weg und der verbiesterte Blick ist von einem milderen Antlitz ersetzt. Die Gorgo ist nicht länger Monster, sie wird zu einer jungen Frau. Danach sollte es bis in die italienische Renaissance dauern, dass Medusa erneut als Ungeheuer geschildert wurde. Und nochmal etwa 400 Jahre, bis die Präraffaeliten sie von neuem zu einer Schönheit machten. Obwohl es Gorgonen gibt, die mit Schlangen in den Haaren auf Bildern und Gegenständen vor unserer Zeitrechnung auftreten, fehlen sie in der Literatur. Der erste, der Medusas lebende Locken beschreibt, ihr charakteristisches Emblem, ist Ovid. Folgendermaßen schildert er den Besuch von Perseus bei den äthiopischen Prinzen nach der Tat. Einer der Wächter bittet den Helden um eine Erklärung, weshalb Medusa die einzige der Schwestern mit Tieren auf dem Kopf ist. Da du nach etwas fragst, das wert ist, berichtet zu werden, sprach der Gastfreund, so höre den Grund. Von herrlichster Schönheit ist sie viele Freier geneidete Hoffnung gewesen. Nichts an ihr jedoch war zu schauen und so schön wie ihr Haar. Ich selbst habe einen getroffen, der sagte, er habe es gesehen. Diese, so sagt man, missbrauchte der Herrscher der See in Minervas Tempel. Jupiters Kind, mit der Ägis sich deckend die keuschen Augen, wandte sich ab. Und, dass straflos solches nicht bleibe, wandelte Gorgos Haar sie um in die hässlichen Hydren. Jetzt noch, mit Schrecken und zitternder Furcht, ihre Feinde zu lähmen, trägt sie vorn an der Brust die Schlangen, die sie geschaffen. Die Szene ist bemerkenswert. Der Held des Mythos beantwortet ja eigentlich die Frage nicht. Auch berichtet er nicht, was er aus eigener Erfahrung über die Frau weiß, die er soeben enthauptet hat, sondern er gibt nur wieder, was ein anderer gesagt hat. Gerade erst gelang es ihm, Medusa zu töten, indem er sie gespiegelt in seinem Bronzeschild sah. Etwas Ähnliches geschieht nun in der Wiedergabe seiner Erzählung. Perseus nimmt einen Umweg über eine andere Berichterstattung. Ich selbst habe einen getroffen, der sagte, er habe es gesehen. Man fragt sich, wie? So sagt man, man wundert sich, wer? Wir erfahren demgemäß nicht, was Perseus weiß, was er also mit eigenen Augen irgendwie gesehen hat, sondern nur, was er gehört hat. Was ist das, wenn nicht eine Fiktion? Oder genauer formuliert, eine Art und Weise, mit den Mitteln des Wiedererzählens Anspruch auf Wahrheitsgehalt zu erheben. In der Szene kommen weitere Verdoppelungen vor. Abgesehen von der Sprechsituation scheint in der Tat nicht viel auf eine ursprüngliche Handlung hinzuweisen. In der gleichen Weise, wie der Held wiedergibt, was eine nicht näher identifizierte Person erzählte, wendet sich Pallas Athene beispielsweise von der Vergewaltigung ab und verbirgt die Augen keusch hinter dem Schild. Es würde verblüffen, handelte die Göttin so aus Feigheit. Und es ist unmöglich zu sagen, ob sie Scham oder über die Situation empfindet, aufgrund dessen, was geschieht oder wegen ihres eigenen Benehmens. Doch die Parallele ist klar. Nicht genug damit, dass Perseus die gleiche Strategie befolgt, als er Medusa tötet, verborgen hinter seiner polierten Waffe, sondern die Göttin macht zur eigenen Wehr ebenfalls Gebrauch von den Schlangen, die sie der Jungfrau zum Schutz geschenkt hatte. Sie, die den ursprünglichen Übergriff Poseidons nicht verhinderte, kann wenigstens dafür sorgen, dass er sich nicht wiederholt. Das Monster und die reptilienartigen Tauenden auf der Ägide sind Geste retroaktiver Solidarität und der Beweis eines Schadens, der nicht ungeschehen gemacht werden kann. Etwas später schildert Ovid, wie Perseus mit seiner Trophäe in sicherem Gewahrsam an Land geht. Er schöpft Wasser und wäscht sich ab, die siegreichen Hände streut auf den harten Sand, damit er das Haupt mit den Schlangen nicht im verletze Blätter und Stängel, wie sie im Wasser wuchsen, und bettete so das Gesicht der Tochter des Phorkys, frisch, noch lebend aus saftigem Mark, die Staude, sie zog des Wunderskraft in sich ein und verhärtet in dieser Berührung, nahm eine neue Starrheit in Zweigen an und in Blättern. Aber die Nymphen der See erproben das Wundergeschehen weiter an mehreren Stauden und freuen sich oft wiederholten Wurfs übers Meer ihre Samen verstreuend, das Gleiche zu treffen.
Heute noch ist die gleiche Natur den Korallen geblieben. Dass sie gebracht an die Luft ihre Härte gewinnen und das, was Stängel im Wasser gewesen, erst über dem Wasser zu Stein wird. Die Schilderung zeigt das ungewöhnliche Zartgefühl des Helden. Es ist, wie der italienische Autor Italo Calvino einst bemerkte, eine Geste von erfrischender Artigkeit gegen ein monströses und schreckeneinjagendes, aber auch vergängliches und zerbrechliches Wesen. Schlusszitat. Das Bett aus Laub und Wasserpflanzen, auf dem das Haupt der Medusa ruhen wird, markiert einen zarten Augenblick der Ruhe im hektischen Verlauf des Mythos. Als wollte Perseus mit diesem Tableau dem Monster ein vorläufiges Begräbnis geben. Er wäscht sich und richtet einen Ruheplatz ein, worauf die Versteinerung beginnen kann. Abgesehen von den rituellen Worten, die traditionell dazugehören, ist eigentlich alles dabei, was für eine Bestattung nötig ist, wiewohl mit den gebotenen knappen Mitteln des Mythos beschrieben. Ich bin daran interessiert, was unmittelbar danach geschieht. Die einzige sterbliche Gorgo ist soeben enthauptet worden. Für Ovid ist dieser Tod indes keine absolute Grenze, hinter der nichts mehr geschehen kann. Der Dichter der Verwandlungen begnügt sich nicht damit, Perseus Taktgefühl, seinen Sinn für die Würde des Monsters und die Balance zwischen Sieger und Verlierer zu schildern, sondern die gleiche Versteinerung, die Medusa verbreitete, als sie noch lebte, so wird jetzt behauptet, trifft nun die lebendigen Wasserpflanzen. Plötzlich nehmen sie eine neue Härte an, früher nie gesehen. Diesmal tötet somit nicht der Anblick, sondern die Versteinerung geschieht bei Berührung. Man kann sich fragen, weshalb der Dichter eine solche Ergänzung für nötig hielt. Es ist, als wollte er mit Hilfe des Mythos zugleich ein seltsames Naturphänomen erklären. Auf die Szene am Strand folgt eine kurze, aber konzise Digression in Sachen Botanik. Damit das Wunder, das Ovid beschreibt, stattfinden kann, seien hier ein paar Elemente souffliert, die der Originaltext nur andeutet, aber voraussetzt. Zum einen sind es die Schlangen. Die Wasserpflanzen gleichen diesen schlingenden Wesen, wenn sie aus dem Meer gehoben werden. Vielleicht erstarren sie bei der Berührung mit Medusa, vielleicht nicht. In jedem Fall nehmen sie die Form von gefrorenen Serpentinen an. Die Nymphen können nicht genug vom Wunder bekommen und wiederholen das Ganze immer wieder. Die ungezogenen Nixen streuen sogar die Samen der Pflanzen in die Wellen, als wollten sie künftige Versteinerung säen. Die zweite Komponente, die in dem Zusammenhang mitgedacht werden muss, ist die Luft. Für Wasserpflanzen ist sie das fatale Element. Die Meeresoberfläche bildet eine Grenze. Leben oder Tod ist nicht abhängig vom Schwert, mit dem Perseus Medusas Haupt vom Hals trennt, sondern hat mit dem Gegensatz zum Wasser zu tun. Was die Schlangen über der Oberfläche sind, das sind die Korallen unter ihr. Erst die Berührung mit Luft bringt ihnen den Tod. Ovid schildert den Schluss einer Verwandlung, was geschieht, wenn etwas erstarrt. Ein Arzt würde vielleicht vom Rigor Mortis sprechen und ein Gleichheitszeichen setzen zwischen Starre und Tod und der unvermeidlichen Schwere, die Körper erhalten, wenn sie nicht länger rühren. Doch in den Metamorphosen endet der Prozess dabei nicht. Bei Ovid markiert der Tod nur einen Übergang in einer längeren, wellenförmigen Linie, der ein eigentliches Ende fehlt. Die Bewegung setzt sich ja selbst nach der tödlichen Veränderung fort, wenn auch unter anderen Bedingungen und mit Hilfe von Nymphen. Wie hat Rilke dieses Verhältnis einst formuliert? Der Tod sei nicht, wie er schreibt, der Widersacher des Lebens, sondern sein Komplement. Es dürfte offensichtlich geworden sein, dass ich Wasser als Sinnbild für erzählende Prosa betrachten möchte. Dieses im Prinzip formlose Medium muss jedoch kanalisiert, geformt und gerichtet werden, sodass es dem Leser von einem Ufer des Textes zum anderen leitet. Aber als Autor erlebe ich zugleich ein Bedürfnis des gegensätzlichen Prinzips. Leichtigkeit allein reicht nicht, auch eine gewisse Versteinerung tut Not. Es gilt nur, sie aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, als einem aus dem Erstarrung als Gegensatz zum Leben erscheint. Dementsprechend ist Perseus für mich nicht das einzige Vorbild dieser elegante Actionheld des Mythos, das sich mit Hilfe von Winden und Wolken oben hält und dessen leichtfüßiges Agieren Calvino als eine Lektion betrachtet, wie man zu Wege gehen muss, wenn man schreibt.
Nach meiner Erfahrung ist zudem eine Mäßigung erforderlich, ein Innehalten oder eine Unterbrechung, mit anderen Worten Augenblicke, in denen die Erzählung sich durch eine Art Wassertreten an der Oberfläche bewegt, ohne vom Verlauf weitergerückt zu werden. Kurzum, Prosa bedarf auch einer Medusa. Als Leser kennen wir solche Augenblicke aus der Populärliteratur. Sie ereignen sich gewöhnlich nach etwa 2/3 des Textes, wenn die Hauptperson mit einem Glas Whisky und einer Zigarette nachts auf einem Balkon steht oder einen langen Spaziergang am Meer macht. Auf alle Fälle Zeit genug hat, die Probleme, die sich angehäuft haben, zu überdenken. Jeder von uns weiß, von welchen schwedischen Kollegen ich hier rede. Auf alle Fälle Zeit genug hat, die Probleme, die sich angehäuft haben, zu überdenken. In der gleichen Weise, wie diese Pause Gelegenheit bietet, Gedanken und Gefühle zu ordnen, bekommt der Autor Zeit, seine Puzzleteile zu sortieren und die Erfordernisse der Psychologie gegen die Bedürfnisse der Intrige nach Spannung abzuwägen. Solche Szenen sind selten interessant für Leser, die sich mehr von Literatur wünschen als bloßen Zeitvertrieb. Es geschieht ja kaum mehr, als dass die Komplikationen, die der Autor nicht in die Handlung einzubauen vermochte, freigelegt werden. Das Ganze kann sogar etwas peinlich werden. Während die Hauptperson rekapituliert, was geschehen ist, werden wir gezwungen zu bezeugen, wie der Verfasser seine narrativen Probleme bewältigt. Die Schilderung Ovids der Verwandlung von Medusas Schlangenhaar in Korallen nach ihrem Tode zeigt, wie viel mehr tatsächlich, wie er sagt, ein richtiges Wunder sich während einer Unterbrechung der Handlung abspielen kann. Vorausgesetzt, der Autor vertraut den in der Literatur vorhandenen Möglichkeiten. Gelegentlich kommen wir sogar den tieferen Geheimnissen des Textes durch eine Umkehrung der Perspektive auf die Spur, als hätten wir es mit einer literarischen Entsprechung zur sogenannten kleinsten Flasche zu tun. Vielleicht sind Sie schon einmal mit dieser geometrischen Sonderbarkeit in Kontakt gekommen. Der Göttinger Professor Felix Klein entdeckte sie, als er an einem Wintertag 1882 die Kanten eines Möbiusbandes zusammenführte. Plötzlich war ein Gefäß geformt, dessen Inneres von seinem Äußeren nicht unterscheidbar war. Man tauchte mit dem Auge in die Flasche ein, entdeckte aber bald, man befand sich auf seiner Außenseite. War man nun eigentlich drinnen oder draußen? Texte solch wundersamen Vermögens beschreiben nicht nur die Metamorphose, sie gestalten sie auch. Es ist, als ob die Verwandlung ihr tieferes Wesen ausmachte, gleich einem Versprechen fortwährenden Staunens. Man braucht keine mathematische Ader zu haben, um sich von solchen Phänomenen angesprochen zu fühlen, glaube ich. Es genügt, als Kind im Kleiderschrank gestöbert zu haben oder Walter Benjamins Tableaus über seinen frühe Jahre in Berlin um 1900 zu lesen. Ich erinnere an seine Schilderung der Strümpfe, die er als Kind versteckt hinter Hemden und Unterhemden ineinander gestülpt vorfand. Ich musste mir Bahn bis in ihren hintersten Winkel schaffen. Dann stieß ich auf meine Strümpfe, die da gehäuft und in althergebrachter Art gerollt und eingeschlagen ruhten. Jedes Paar hatte das Aussehen einer kleinen Tasche. Nichts ging mir über das Vergnügen, die Hand so tief wie möglich in ihr Innerstes zu versenken. Ich tat das nicht um ihrer Wärme willen. Es war das Mitgebrachte, das ich immer im eingerollten Inneren in der Hand hielt, was mich in ihre Tiefe zog. Als der junge Walter den verlockenden Inhalt in seine Hände bekommen hat, entdeckt er jedoch, dass er sich umverwandelt und jetzt im Transit sozusagen geschieht das Wunder. Wenn ich es mit der Faust umspannt und mich nach Kräften in den Besitz der weichen, wollenen Masse bestätigt hatte, begann der zweite Teil des Spieles, der die Enthüllung brachte. Denn nun machte ich mich daran, das Mitgebrachte aus seiner wollenen Tasche auszuwickeln. Ich zog es immer näher an mich heran, bis das Bestürzende sich erregnete. Ich hatte das Mitgebrachte herausgeholt, aber die Tasche, in der es gelegen hatte, war nicht mehr da. Nicht oft genug konnte ich die Probe auf diesen Vorgang machen. Er lehrte mich, dass Form und Inhalt, Hülle und Verhülltes dasselbe sind. Er leitete mich an, die Wahrheit so behutsam aus der Dichtung hervorzuziehen, wie die Kinderhand den Strumpf aus der Tasche holte. Wenn Schriftsteller wie Walter Benjamin auf die Ressourcen der Literatur vertrauen, sie also nicht wie ein fertiges Format behandeln, das mit irgendeinem Inhalt zu füllen ist, kann der Leser solche Augenblicke erleben.
Da spielt es meines Erachtens keine Rolle, ob es sich um Quallen in ostpreußischen Wasserlachen oder Strümpfe in einem Berliner Kleiderschrank handelt. Es kann auch um sich seltsam vermehrenden Korallen gehen. Zustande gekommen mit genügend Gefühl für die Eigenart der Details in Sätzen, die merkwürdigerweise sich selbst zu enthalten scheinen, gibt der Text dadurch Leitfäden für seine eigene Deutung. Das bedeutet nicht, dass Romane, in denen dies geschieht, auf die Welt von Elfenbeintürmen herabblicken, zufrieden damit, ihre Federn zu putzen und aufgeblasen sich selbst zu pflegen. Wenn überhaupt, bedeutet es im Gegenteil, dass sie sich im Tumult der Wirklichkeit befinden, unter Wassertieren, Enthauptungen und trickreichen geometrischen Formen. Lesende spüren die konsternierte Freude des Textes über die der Literatur innewohnende Kraft, ein Erstaunen, das nicht von sich selbst eingenommen, sondern großzügig ist. Als Leser bekomme ich persönlich bei solchen Verwandlungen eine Gänsehaut, das beste Kriterium, wie ich meine, von wirksamer Literatur. Als Schreibender interessiert mich dennoch etwas anderes. Bevor dieser schlingende Vortrag zum Ende kommt, auf die wohl einzige Weise, in der dies geschehen kann, durch das Bejahen des Unabgeschlossenen, sei über diese Diskrepanz noch etwas angefügt. Obschon ein Allgemeinplatz, auch Schriftsteller lesen. Es gibt sogar gute Gründe anzunehmen, dass die meisten von Literatur als Leser infiziert werden, lang bevor sie selbst auf den Gedanken kommen, diese Ansteckung weiterzugeben, indem sie schreiben. Als Schreibender wiederum braucht einen nicht zu beschäftigen, was einen als Leser rührt. Es gab eine Zeit, in der ich das eine nicht vom anderen unterscheiden wollte, da ich die Aktivitäten als Aspekte derselben Tätigkeit sah. Vielleicht stimmt es, dass es sich um verschiedene Seiten ein und desselben durchsichtigen Dings handelt, wie bei der Flasche von Klein. Heute interessiert es mich jedoch nicht mehr, die Art von Literatur zu schreiben, die ich als Leser schätze. Für einen Schriftsteller ist es bisweilen sogar notwendig, glaube ich, seine Überzeugungen, die er als Leser hegt, zu verraten. Eigentlich gibt es für mich nur noch einen Punkt, an dem sich die Aktivitäten berühren. Der französische Dichter Paul Valéry nennt diesen in seinem Sonett über den Granatapfel die heimliche Architektur, sprich die Komposition. Als Autor habe ich erkannt, dass ich eine Erzählweise suche, in der weder Perseus noch Medusa zu kurz kommt. Leichtigkeit und Erstarrung, Bewegung und Ruhe, Handeln und Nachsinnen, die Prinzipien lassen sich unterschiedlich formulieren. Wichtig ist nicht, wie sie definiert werden oder welchen Spielraum die Attribute der jeweiligen mythologischen Figuren den Gedanken geben, sondern wie sie zusammenwirken, ohne dass die eine Rolle der anderen untergeordnet wird. Die drei Prosabücher, die in den letzten Jahren erschienen sind, wie ich sah früher die Umschläge von ihnen, stehen nicht nur in einem gewissen Verhältnis zueinander aufgrund ihrer sogenannten griechischen Stoffe, sondern versuchen sich ebenso in einer Form des Erzählens, die sowohl Fluss als auch Ruhe, sowohl Vorwärtsdrang als auch Innehalten erlaubt. Der letzte Grieche schildert Migrationserfahrungen eines Jahrhunderts aus der Perspektive dreier Generationen. Als Ordnungsprinzip werden Karteikarten eingesetzt. Wie sie von Bibliotheken uns benutzt werden. Der Roman gibt sich als Supplement zu einer Enzyklopädie der Auslandsgriechen aus, angeblich von 12 Frauen verfasst in der Zeit vor der Vertreibung aus der Türkei im Herbst 1922 bis zu den Jahren der Militärjunta Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Das Buch besteht aus längeren und kürzeren Abschnitten, die alle mit einer eigenen Rubrik versehen sind. Der Erzähler, ein gewisser Kostas mit dem türkisch klingenden Nachnamen Kezdoglu, ordnet diese Kärtchen in einem Karteikasten, um die Beliebigkeit der Anordnung wissend und dass sie auch in einer anderen Reihenfolge hätte arrangiert werden können. Das folgende Buch ist eine Trauerarbeit. Es trägt den Titel Die halbe Sonne und hat das Kompositionsprinzip Streichhölzer. Es geht um einen Vater, der kürzlich gestorben ist. Der Erzähler, ein Sohn genannt, bleibt mit seinem Blick an der Streichholzschachtel der schwedischen Marke Solstickan hängend, die er beim Abschied in der Krankenhauskapelle entdeckt und wählt sie als Vorbild für seine Darstellung der Jahre mit dem Toten. Wie jeder weiß, der eine dieser Schachteln einst gesehen hat, ziert sie
ein kleiner Junge mit leeren Händen. Gerade den Windeln entwachsen, bewegt sich er sich im Bild von rechts nach links, zur Sonne in der linken oberen Ecke hin. Das Kind wurde 1936 praktisch geboren von schwedischen Künstler Einar Nerman, der es gezeichnet hat, und es soll ursprünglich Däumlinchen dargestellt haben. Vermutlich hielt es damals eine Fackel in der Hand. Als Nerman den Auftrag erhielt, das Etikett zu gestalten, hatte er wenig Zeit, also retuschierte er einfach eine alte Zeichnung. Nach der Verwandlung des Kindes in den Soulstick-Jungen fällt es schwer, die leeren Hände nicht symbolisch zu deuten. Wer die Schachtel zur Hand nimmt, so die Annahme, wird ein Streichholz nehmen und es zur Sonne hin anzünden. Für den Erzähler des Buches heißt dies, dass er das Leben seines Vaters in Tableaus erzählen wird, ähnlich wie Benjamin in dessen Berliner Kindheit. Der Sohn misstraut der Vorstellung, dass das Leben eines Menschen eine zusammenhängende Erzählung bildet. Möglicherweise besteht die Existenz aus erfundenen Taten und fantastischen Begebenheiten, aber niemand lebt fiktiv. Die einzelnen Szenen, die er nacherzählen möchte, sollen stattdessen wie Zündhölzer aufflammen und für einen kurzen Moment eine neue Seite des Vaters beleuchten. Das muss genügen, dieser Mosaik leuchtender Scherben. Auch der letzte Teil in diesem Triptychon griechischer Bücher wird stückweise erzählt. Zwar haben die einzelnen Partien im Roman Mary weder Titel noch Überschriften, sie werden jedoch durch eine Leerzeile voneinander abgehoben und mit Worten in einer anderen Schrifttype eingeleitet. Die Hauptperson hat nur noch ihre Examensarbeit vor sich, dann ist sie ausgebildete Architektin. Das Thema lautet Mehrfamilienhäuser in urbaner Umgebung. Also so grau, wie es wahrscheinlich in der Tat ist, in solchen Häusern zu wohnen. Aber die Arbeit hakt. Mary kommt nicht auf das lösende Organisationsprinzip. Erst während des Motorradurlaubs mit ihrem Freund im Süden des Landes fällt ihr ein, wie sie vorgehen muss. Nach einer Nacht auf dünner Unterlage frühstücken sie. Mary fühlt sich nicht wohl, sie hat gerade ihre Periode bekommen. Während ihr Freund Dimos sie aufzumuntern versucht, spielt er mit einem Granatapfel. Plötzlich verstehen sie, so muss sie ihre Arbeit aufbauen. Wenn du diesen Apfel teilst, findest du nicht einen Kern, sagt sie, der wichtiger ist als irgendein anderer. Alles ist klar geordnet, aber der Mittelpunkt ist überall. Mary gelingt es nie, den Gedanken in die Tat umzusetzen. Im Zuge der erwähnten Studentenaufstände an der Hochschule wenige Wochen später wird sie verhaftet und verbringt den Rest des Buches in Gefangenschaft. Aber die Kerne des Apfels helfen ihr, die Zettel zu ordnen, auf denen sie über ihre Zeit in Unfreiheit schreibt. Das Buch, das der Leser letztlich in den Händen hält. Karteikarten, Streichhölzer oder Granatapfelkerne, meine Damen und Herren, die heimliche Architektur eines Textes, ihr Kompositionsprinzip, ist gleichwohl unerheblich im Vergleich zu dem Bedürfnis nach einer Form, in der die Tableaus ihre Eigenart bewahren und zugleich Teil eines größeren Zusammenhangs sind. Idealerweise wäre kein Teil wichtiger als ein anderer. Narrativ ist dies sicherlich unmöglich, diese Vermählung zwischen Perseus und Medusa. Die dummdreiste Verhoffnung jedoch bleibt. Nur dann kann ja das Zentrum überall liegen, wie Mary sagt. Oder, um nochmal an Lörkes Qualle anzuknüpfen, alles ist gleichwertig und überall ist der Mittelpunkt der Welt. Danke.